mein Fahrlehrer hat mir immer gesagt, wenn er kein, nimm dir den Platz, den du brauchst. Und das mache ich auch immer noch heute. Wenn ich um der Kurve fahre, dann schere ich manchmal etwas großzügiger aus und nehme einfach das, was ich brauche, was ich denke zu brauchen. Und das klappt, bevor ich mich da irgendwie in den engsten Gassen darum drücke. Natürlich gibt es auch lustige Situationen, dass einfach mal links und rechts parkende Auto steht, man kommt da mit dem Bus, das ist ein Linienweg, offizieller Linienweg, und mit Mal meint dann so ein Pkw-Fahrer aus seiner Einfahrt rauszukommen und sich direkt vor den Bus zu stellen und mir zu sagen, ich möge doch bitte mit meinem 12-Meter-Bus zurücksetzen, wo ich dann denke, hallo, du bist hier gerade aus dieser Ausfahrt rausgekommen, das ist für mich und für dich leichter, wenn du mal wieder kurz rückwärts reinfährst, dann kann ich geradeaus weiterfahren. Der Typ war aber wirklich tatsächlich so stur, dass ich irgendwann diesen Motor ausgemacht habe vom Bus, mein Pausenbrot rausgeholt und er stand wirklich vor mir und ich habe vor ihm mein Pausenbrot gegessen. Und der war so darüber erbost, dass er irgendwann an mein Fenster kam und mich anfing übel zu beleidigen, dass ich jetzt doch bitte meinen Bus zurücksetzen möge, obwohl schon hinter mir drei weitere Autos standen. Ja, Fazit war, irgendwann kam dann von hinten noch einer nach vorne und hat den da vorne angepollt. Irgendwie klärt sich das dann alles von alleine. Und dann ist er tatsächlich dann mürrisch, wirklich mürrisch wieder zurück in seine Einfahrt gefahren. Und dann war wieder alles gut und ich konnte meinen Linienweg fortsetzen und musste eigentlich innerlich nur schmunzeln. Ich meine, mal ehrlich, was denken sich die Leute teilweise dabei? Das ist schon witzig. So, jetzt fahren wir über der Weser. Hier hinten links ist das Atomkraftwerk Gronau. Sieht man nicht, ne? Nee. Und dann bin ich jetzt gleich wieder Emmertal Bahnhof. Wie das eine Mal. Weil ich heute einen schönen Samstagdienst habe. Ich mag den Dienst sehr schön. Das ist eigentlich ganz schön. Ganz entspannt. Ganz chillig. Und vielleicht, mit Glück, nehme ich euch gleich einfach mal mit so ein bisschen auf die Reise nach Bad Pyrmont. So. Einmal den Blinker rechts setzen. Ich möchte gerne jetzt hier rechts weg. Oh, dieses Brummen. So. Gucken, rechts ist gut, das ist auch alles gut. Da steht ein Bus, ein 40, aber das ist nicht mein Bus. Hallo! Ah, die Kollegen nicht winken. Wieder nicht, doch, mal gesehen. Ja. Es ist Samstag und es ist recht ruhig heute. Noch ist es ruhig. Kann sich aber alles gleich wieder ändern. Zur Bahnschranke. Hier habe ich auch gelernt, immer vorsichtig rüber zu fahren und nach links und rechts zu gucken, ob kein Zug wirklich kommt. Dann kann der Bahnschranke auch offen sein und der Zug kommt trotzdem. Alles schon passiert. Da kommt nichts, da kommt auch nichts. Ja, da waschen alle ihr Auto. Müsste ich eigentlich auch wieder. Ich habe das erst vor kurzem gemacht bei mir zu Hause, also bei mir, in meinem Ort in der Waschstraße, aber irgendwie ist das jetzt schon wieder aus wie Hölle. Das ist jetzt der Nachteil dunkler Fahrzeuge, ey. Die sind immer so schnell verschmutzt. So, da steht ein Auto in meiner Spur. Egal, den drängel ich jetzt weg. Das ist vor allen Dingen witzig, die stehen mitten in der Busspur, aber da vorne links und rechts sind Parkplätze. Ich kann das immer nicht nachvollziehen, warum man dann da stehen muss. Warum kann man nicht einfach auf dem Parkplatz hier vorne links fahren? Nein, man muss genau da vor dem Ding stehen. Nicht nachvollziehbar. So. Umstellen. Motor aus. So, jetzt bin ich Emmertal. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich habe noch 17 Minuten Pause, die werde ich jetzt genießen. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hat es ja gefallen. War nicht so interessant diesmal. Alles klar, aber wenn nicht. Wenn doch, dann lasst doch ein Abo da. Würde mich freuen. Bis später. Ciao.